Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer alten Folge Minecraft Hunger Games. Wieder mal nachkommentiert. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich da für ein Gameplay hinterpacke, weil ich jetzt gerade total spontan, muss nicht weg, aber bin gleich weg und bin mich eigentlich gerade so am fertig machen. Aber ich hatte gerade irgendwie Lust, das zu machen. Deswegen mache ich jetzt dieses Video hier. Deswegen weiß ich allerdings noch nicht, welches Video ich dahinter packe, aber das werdet ihr dann ja sehen. Ansonsten kommen wir mal zum Thema, und zwar Thema ist heute wieder meine Meinung, und zwar meine Meinung zu, oder über Steam und Origin und solche Plattformen. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere gibt, das sind jetzt die mir bekannten, beziehungsweise das im Vergleich zu CD. Also so herkömmlich, wie man das kennt, früher noch Löwenzahn, ich habe ein Loch im Bauch und sowas, CD-ROM und so, kennt ihr bestimmt. Und zwar ist meine Meinung dazu halt recht einfach. Ich bin eigentlich noch ein Verfechter der alten CDs. Einfach, ich find's einfach geil, wenn du dann auch diese Höhlen geordnet im Regal stehen hast und so. Und auch für Leute gerade mit schlechter Internetleitung, so wie mir, und wahrscheinlich auch 50% der restlichen Weltbevölkerung, die überhaupt Internet haben, geht's da wahrscheinlich genauso, ist es halt mit CD wesentlich einfacher, da das Spiel dann statt 18 Stunden Downloadzeit nur 20 Minuten Installationszeit braucht. Das ist schon wesentlich angenehmer, also das hat schon, macht schon Bock dann. Und ansonsten, ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die einzelnen Sachen so ein, so Steam und Origin, jetzt erstmal hauptsächlich, und zwar bei Origin zum Beispiel. Wenn sie dann da ihre Spiele verschenken, genauso wie Steam hier mit Left 4 Dead oder halt Origin mit, wo habe ich Dead Space, da habe ich mir übrigens beide geholt, bis auf Left 4 Dead, das hatte ich schon vorher, dann, das ist letztendlich nur Köder, und die wollen einfach nur, dass du da hingehst, deine Daten da hingibst und ihre Base quasi vergrößern. Das ist der einzige, die wollen dir nichts Gutes tun, auch wenn das da so steht, oh, hier freut sich jeder über Geschenke, klar freut sich jeder über Geschenke, aber euch geht es mehr um die Kohle, dass man da einmal drin ist und dann auch drin bleibt, hoffentlich. Egal, ob nur für das eine Spiel oder überhaupt. Ansonsten, allgemein finde ich Steam keine schlechte Sache, weil du halt prinzipiell alle deine Spiele auf einen Blick, im Überblick hast, was du auf deinem PC hast, was du prinzipiell drauf machen könntest und so. Das finde ich eigentlich schon ganz schön, aber im Großen und Ganzen bin ich halt immer noch ein Fan von CDs, und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Sei denn, es kommt mir auch nochmal irgendwas ganz Tolles. Bei Musik finde ich das noch was anderes, da interessiert mich das eigentlich ein Scheiß, ob ich das auf CD, MP3, keine Ahnung, was es nicht alles gibt, Langspielplatte oder was auch immer habe. Solange ich irgendwie die Möglichkeit habe, das abzuspielen und so, das dauert letztendlich alles ungefähr gleich lang, von daher ist mir das dann relativ, sag ich mal. So viel eigentlich dazu. Aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Steam oder sowas scheiße ist, weil die haben hin und wieder ganz geile Angebote, und es macht auch einfach, also dieses Zusammenspielen in gewisser Weise auch einfacher, da man halt sieht, ah, der spielt das und das, ah, dem kann ich jetzt eine Freundschaftsanfrage schicken oder ähnliches, oder ich kann ihn nachjoinen oder was weiß ich nicht was. Also das ist schon ganz geil gemacht worden. Das hat man halt so bei den Spielen an sich eigentlich auch eher nicht, soweit ich weiß. Aber ansonsten, ich sag die ganze Zeit aber ansonsten und aber und generell und so. Aber ich denke, ihr wisst jetzt, was ich meine. Übrigens, so als kleine Nebeninformation, ich nehme das hier gerade mit dem neuen Mikrofon auf. Ich weiß nicht genau, wie die Qualität da sein wird. Ich hoffe mal, dass sich die in gewisser Weise verbessert hat. Ich werde das jetzt ganz jetzt auch mal unbearbeitet hochladen, damit ihr noch einen genaueren Eindruck von habt. Und ansonsten war es das jetzt von mir und meiner Meinung zu Steam, Origin oder CD. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Grundsätzlich CD, Daumen hoch, was das Installieren angeht. Und ansonsten Steam, Origin auch einen Daumen hoch, abgesehen davon, dass sie halt eure Daten ein wenig beanspruchen. Aber das sollten wir alle mittlerweile in gewisser Weise gewohnt sein. Ich meine, wir sind ja fast alle bei Facebook angemeldet. Ich bin übrigens auch bei Facebook angemeldet, Link ist in der Beschreibung. Und da gehen wir auch alle recht leichtfertig mit unseren Daten um. Also
sollten wir uns da jetzt auch nicht übermäßig beschweren, solange wir da nicht irgendwie extrem ausspioniert oder was weiß ich nicht was. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn ihr mal zum Beispiel bei Amazon irgendwas eingebt oder so. Wenn ihr das nächste Mal auf Amazon geht, dann kriegt ihr wieder der Werbung für, oder wenn ihr auf andere Webseiten geht, also da ist man sowieso schon am Arsch, also bleibt sicher im Internet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich mal auf Wiedersehen und tschüss. Going back.